Es scheint wie ein verwandelter Elfmeter. Übernachtung im Luxushotel in Beverly Hills, Shoppen auf dem Rodeo Drive, Sonne tanken am Traumstrand von Bora Bora. Aber Mirjana Zuber sagt: Wenn du so ein goldiges Gefängnis haben möchtest, kannst du dir gerne wünschen, Spielerfrau zu sein. Mirjana Zuber lebt in Heidelberg, ist Spielerfrau und das schon sehr lange. Mit 15 lernt sie ihren jetzigen Mann, den Hoffenheim-Kicker Steven Zuber, kennen. Doch mit ihren Einblicken heute warnt sie andere Frauen regelrecht vor dem Wunsch, eine Spielerfrau zu werden. Wenn sich das jemand wünscht, sollte er sich das auch genau überlegen, ob er wirklich sich unterstellen möchte einem Mann. Weil viele Beziehungen sind leider so, finde ich, bei den Sportlern. Das sehe ich auch, das muss man nicht verneinen. Der Mann sagt, wo es lang geht. Der Mann sagt, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Da darfst du hin, da darfst du nicht hin. Dazu das Vorurteil, Spielerfrauen machen nichts außer shoppen und Geld ausgeben. Wenn jemand an Spielerfrau und Geld denkt, dann denkt er im Negativen. Ne? Nur Chanel, Louis Vuitton, dies und das. Dabei hat sich die ehemalige Versicherungsangestellte selbst was aufgebaut. Sie hat eine eigene Modekollektion, modelt und moderiert. Mirjana ist es extrem wichtig, unabhängig zu sein, auch auf eigenen Beinen zu stehen. Doch immer wenn sie neue Leute kennenlernt, ist die 26-Jährige erstmal skeptisch. Ja, ich denke schon, dass viele in Kontakt kommen mit dir, weil sie denken, die haben einen Profit. Es gibt ja schon Vorteile, dass du dann eingeladen wirst, aber die Frage ist, willst du da hin? Vieles ist so oberflächlich und es ist ein bisschen auf Deutsch gesagt Arschlecken. Und auf das habe ich keine Lust. Puh, klingt alles ganz schön negativ. Aber Mirjana will zeigen, was hinter diesem Klischeebild einer Spielerfrau wirklich steckt. Es sind halt so Eindrücke, da kann sich jetzt jemand, der einen 0815-Job so führt, kann sich das gar nicht vorstellen, so wie wir dann halt leben. Inzwischen hat sie sich mit ihrem Image Spielerfrau arrangiert und mehr noch, sie nutzt das regelrecht für sich. Wenn dir doch Gott gewisse Sachen gibt, so gewisse Tools, dann mach doch einfach das Beste draus. Ne? Also du wirst ja nie gehört, wenn du jetzt heißt Mirjana, du wirst aber gehört, wenn du Mirjana Zuber heißt. Du wirst noch mehr gehört, wenn du Spielerfrau heißt. Okay, wir fassen zusammen. Das Leben als Spielerfrau hat ganz klar auch Nachteile, die uns auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so bewusst waren. Aber bei aller Kritik, wenn wir uns diese Bilder hier anschauen, gibt's auch ganz schön viele tolle Seiten.